Willkommen zu meinem neuen YouTube-Video mit der lieben Sandy und mit der lieben Ariana. Ich nehme euch heute mit und zwar gehen wir zum Stand-Up-Paddling an irgendeinem See, wo ich den Namen nicht weiß. Ich weiß den. Pilsensee. Am Pilsensee. Pilz, keine Ahnung was. Ich vlogge ein bisschen und nehme euch einfach mit durch den Tag und dann schauen wir mal, was so passiert. Hey Leute, wir sind jetzt da. Und jetzt gehen wir jetzt gleich zum See direkt und dann schauen wir mal, wo es dieses Stand-Up-Paddling-Dings gibt. Und dann mieten wir uns einfach mal zwei Boards und schauen mal, was passiert. Hallo. Ich bin schon voll gespannt. Ich versuche so ein paar Tricks drauf. Magst du auch probieren? Handstand und Rad und solche Sachen. Oder Rolle. Rolle ist auch. Rolle ist geil. Das müssen wir auf jeden Fall ausprobieren. Ja, das schaffen wir schon, oder? Julina. Komm, check. Julina. Okay. Ja? Floris Lava. Fünf. Fuck, nimm. Vier. Drei. Floris Lava. Woo! Bis später. Eltern sind einfach weggerannt. Wir haben keinen Plan, wo wir hin müssen. Ja, einfach geradeaus. Sind einfach verschwunden. Plötzlich waren sie weg. Das finden wir selber. Müssen ja nur zum Wasser, ne? 6 hours later. 1, 2, 3. My darling, I love you, I love you, I love you, I love you. Richtig geil von dich. Ja, rede dir cool. Teile dir dein erstes Mal. Ja. Premiere. Wie war's? War cool. Ja. Warte, wir drehen uns mal hier zum Licht. So ist besser. Müsst ihr alle mal ausprobieren. Ja, müsst ihr echt mal ausprobieren. Genau, also am Schluss sind wir so Richtung Ausgang halt gepaddelt. Ja. Sandy so, ja, oh, wir sind ja jetzt schon alle wieder ziemlich trocken, gell? Ich spritze das immer noch mal so richtig nass und so und schmeiß sie ins Wasser. Ja.
Und jetzt gehen wir wahrscheinlich noch ins Wasser und spielen ein bisschen Volleyball oder so. Ja, Volleyball. Ja. Und Ayana, magst du noch ein Hi. Zeigen, den du gerade geübt hast auf dem Rasen? Ja. Überschlag. Dein Überschlag. Magst du ihn noch zeigen? Nein. Nein? Hey Snuggies! Ich melde mich jetzt hier auf meinem Bett zu Hause, weil mein Handy-Akku leer war. Yes. Der Tag war trotzdem wunderschön, fand ich. Ich wollte eigentlich noch viel mehr drehen, aber es ging halt dann einfach leider nicht. Ich habe das ja schon mehrmals gemacht. Das mit dem Stand-Up-Paddling hat mir wieder sehr gefallen. Meine Schwester hat es ja auch schon öfters gemacht. Sie fand es auch super und für Sandy war es ja die Premiere heute. Und ja, so wie es rüberkam, hat sie ja auch super gefallen. Also es lohnt sich wirklich. Probiert es mal aus, wenn ich es noch nicht gemacht habe. Ja, Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann zeigt mir das mit einem Daumen nach oben. Das würde mich sehr freuen. Und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr noch mehrere Vlogs sehen möchtet. Weil mir macht es super viel Spaß, einfach die Kamera mit durch den Tag zu nehmen und euch zu zeigen, wie mein Tag abläuft. Genau, wenn euch das auch gefällt, dann schreibt es in die Kommentare. Dann mache ich sowas öfter. Und schreibt mir auch in die Kommentare, ob ihr schon mal Stand-Up-Paddling ausprobiert habt. Das würde mich auch mal interessieren. Wenn nicht, wie gesagt, probiert es mal aus. Ich verlinke euch meine Social Media in meiner Infobox da unten. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das auf jeden Fall. Das wird mich sehr freuen. Ich hab euch lieb. Bis zum nächsten Mal und ciao.